Jetzt überlebe später. Ich hab gehört. Konter! Schlag gegen Schlag! Okay. Ja, komm her. Das wird kurz und schmerzhaft. Nimm dies! Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Ciri, Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Das Quen-Zeichen schützt dich vor Schaden, bestimmten kritischen Effekten. Okay. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Okay. Ja, siehst du, ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Ja, schade. Hätte ich gern gesehen. Art, Geralt. Na los! Du Sau! Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Noch ein. Bringt alle. Zeit für Axi. Verfluchte, ich hasse dieses Gefühl. Okay. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Also ich muss mich da gerade so ein bisschen reinfinden. Hirden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. Hast du genug? Okay. Auch sehr schön, die Partikeleffekte. Das sieht echt gut aus. Hi, Mr. Flaumix. Moin. Stirb. Halte RB gedrückt, ziele auf einen der markierten Trainingspfosten. Also ich weiß ja noch nicht, ist abgeschlossen, okay, ob ich das Spiel mit dem Controller spiele. Was? Was willst du denn von mir? Okay, weiter geht's. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Und da geht's dann auch schon los mit der Story. Lese mir. Darauf habe ich gewartet. Und auf dich, Wascherwolf. Nein! Merienstraße nach Wysimar, Mai 1272. Schreiben Quatsch, das Jahr, ne? Des Weißen Wolfes. Nein, Quatsch. Mhm. Ein Albtraum. Was für einer. Oh, so lange nicht zu sammeln, das ist echt schwierig. Gerade für mich, ich meine, ihr wisst das ja. Oh. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit.
Okay, erzählen wir ihm davon. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. So sieht das aus. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Eine Privatsache. Eine sehr private. Aha. Verstehe. Glaube ich jedenfalls. Vielleicht nicht ganz. Und das wird wohl das Beste sein. So sieht das aus, alter Mann. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? Hi, Herr der Ringe. Drei Tage. Guten Morgen. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Jedes Bild ein Screenshot wert. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Oh Gott. Na, bin ich ja mal gespannt, ob ich mich bei dem Schwierigkeitsgrad nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Alter Schwede. Boah, ich bin doch noch gar nicht mit der Steuerung vertraut. Verdammte Axt. Okay, da bin ich schon mal gestorben. Gott, da muss ich erst mal reinkommen. Himmelarsch und Zwirn. Ach nee, jetzt im Ernst? Was für das bist du? Jetzt muss ich das echt alles wieder durchklicken. Was ist das denn für ein Scheiß? Das war. Ich hab. Er ist. Nein. Es war... Warte. Du hast nichts. Du wolltest... Wir... Was ist... Eine Pri... Ah. Warte. Ich... Ach, komm schon, was ist das denn für eine Scheiße hier? Ja, du machst das schon, alter Mann. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Unterwegs.
Oh Gott, ich habe das schon so ewig nicht mehr gespielt. So, Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Na klar. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Ach, sieht so gut aus. Ich glaube aber fast, Leute, nehmt mir das nicht übel. Ich werde das auch, um euch ein gutes Spielerlebnis zu bieten. Einen runterstellen. Okay, kein Thema. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Hm. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Vor allem, ich glaube, bis ich hier mal wieder richtig zum Sabbeln komme, dauert das noch einige Zeit später. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Und da labt sich das Ungetier an dem Lastentier. Eine Wyvern, ne? Oder ist das ein Greif? Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, die NPCs sehen so herrlich bescheuert aus in dem Spiel teilweise. Es ist unglaublich. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Nicht nötig. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Ich bin ein guter Hexer. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Siehste. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Hm. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt...